Alter, was? Können wir endlich hier weg? Bitte? Ja, bitte, bitte. Alter, was war das für ein Viech? So, ich muss mich gerade trotzdem mal hier ein bisschen bedienen. Das wollte ich eigentlich schon gemacht haben, während der. Oder habe ich immer mal versucht, während des Kampfes in der letzten Folge. Puh. Mist, wie, ey. Aber trotzdem alles mal mitnehmen. Alles hier mitnehmen, was hier so rumliegt. Jetzt haben wir nämlich auch die Ruhe dafür. Warte mal, kann ich irgendwas bauen? Ja, ich kann eine Nahkampfverbesserung bauen. Ich kann kein Messer bauen, aber ich kann ein weiteres Medikit bauen. Ich kann auch einen Molotow-Kaktus bauen. Aber ich kann keine Nagelbombe bauen. Okay, dann aber soweit. Du brauchst eigentlich jetzt gerade nichts. Okay, da. Wo? Verdammte Scheiße! Okay, okay! Ich muss dich gerade mal hier. Hallo, ich bin nicht zum Essen geeignet! So, jetzt. Oh, ich hasse diese Dinger. Was für. Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier. Ich heile mich gerade erstmal, weil ihr seht ja meine Energie. So, jetzt. Darf ich jetzt nicht mit? Zieh mich hoch. Hörbar. Geh mal hoch, komm, wir müssen die rausdringen, weil kein Bock mehr auf noch so Viecher. Mir gerade jetzt egal. Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Ja, komm. Oh, geh doch. Na, das lief ja toll. Ja, aber hallo. Boah, dieser Bloater, Junge, der ging mir irgendwann auf den Piss. Aber ich hab dann irgendwann kapiert, wie man die Dinger Viech weghaut. Das, was der da auf einen geworfen hat, auf dem Rücken, auf seinem Körper, das musst du wegschießen. Und dann ist auch machbar. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sagt Tess, sie kann sich den Job... Lass gefälligst Tess daraus! Ganz das hat nichts mit! Scheiße. Oh, der hängt ja mal cool ab. Frank. Er war mein Partner. Oh nein. Na, dann hat jeder seinen Partner verloren. Nur ein Vollkrottel wie er würde so einen Hemd tragen. Das sind Bisse. Hier. Bestimmt nicht verwandeln, also. Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Hm. Steig aus. Steig aus! Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du?
Ich meine, du fährst und wir schieben. Himmel! Das gehört auch mir! Oh, du bist ein bisschen verarscht worden, Digga. Trotzdem mal um. Ich lasse es dich wissen. Okay, ganz hoch können wir leider nicht. Aber in der Küche liegt noch ein bisschen was. Und zwar diese komischen Pillen, um. Warte mal, die kann ich noch nicht einsetzen, ne? Ich habe mal keine. Ja, super. Ne, kann ich nicht. So. Aber ich gucke mich, ich baue mir hier gerade mal alles hier. Einfach mal alles mit, was hier so rumliegt. Zack, zack, zack. Haben wir das auch erledigt? Alter, ihr kannst ja richtig. Zack, zack, zack. Alles einmal mitnehmen. Und dein Tuch auch mitnehmen. Wunderbar. So. Da war hier noch irgendwas, was hier interessant ist. Dieser Zettel, der ist interessant. Franks Nachricht. So. Ach, Bill, ich bezweifle, dass du diese Nachricht nicht finden wirst, weil du immer zu ängstlich warst, um in diesem Teil der Stadt, in diesem Teil der Stadt zu kommen. Ja, falls doch, sollst du wissen, dass ich dich nie aufstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Scheißstadt und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben, und das hast du nicht verstanden. Diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast. Ich hab sie. Aber du hast wohl recht. Der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser noch, als einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. So kann man sich in Menschen täuschen und das ist hier passiert. Er hat sich richtig schön in Frank getäuscht. Dachte, sein Freund, sein Partner. Dabei hat er einfach ihn hinten und vorne ausgenutzt und verarscht. Ja. Naja. Schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen. Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt gib Gas. Gib Gas. Hey, ganz toll, Kleine. Komm, komm. Kümmere dich mal um die Jungs da und Jungs. Da sind mich jetzt gerade ein bisschen angeguckt, das ist der Klicker. Der darf ich nicht kriegen. So, jetzt kann der Klicker mal auf die Fresse kriegen. Sehr schön. Okay, das war's. Zurück zum Truck. Wir sind zu langsam. Ja, mach da mal gar keinen. Nur bis zum Hügel. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Hör mal. Wir müssen uns beeilen. Schieb weiter. Alles mit dem, was hier rumliegt. Das weißt du, Joel.
Jetzt gehen wir mal nicht auf die Nüsse, mein Freund. Ich nehme alles hier mit. Sorry, liebe Leute, dass ich aber zwischendurch mal ein bisschen mich noch ein bisschen bediene hier. Okay, Ellie, halt dich bereit. Okay, Ellie, jetzt starten. Wie hört sich das an, Ben? Ja, und die Infizierten hören das auch. Wir müssen in den Truck. Fuck you! Ich hasse Klicker. Hab ich das schon erwähnt? Joel, lass es! Wir müssen hier weg! Da, weg hier. Und ich, Gott sei Dank, was musste man mit denen nicht noch rumschlagen? Okay, das reicht. Stop. Lass einfach laufen, okay? Leider hat er das fast umgebracht. Ich muss zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bilder wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Liquid? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Solltest du schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Bitte was? Wo hast du das denn hier? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerungen? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Na, besser als nicht. Ja. Oh. Das hier wird
wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow! Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh, warum kleben die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann! Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du, Champis? Okay. Bin ich mal müde. Und schon weg, schon ist er eingeschlafen. Wir müssen zu Fuß weiter. Oder auch nicht. Vorstand ging. Hupsi. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Komm raus. Schnell. Komm her, du Mist. Lass mich los, du blöder Sack. Na lecker. Hämmer, lässt du mal die Kleine in Ruhe. Die Musik spielt. Bleib unten. Den habe ich erwischt. Suchen wir drinnen. So. Oh Mist. Joe, rechts von dir. Wow. Gleich hier. Nochmal den Revolver, der hat nämlich auch noch ein paar Schuss. Pass auf!
Schlussi. Hör mal. Fuck you, mit deiner... Ey, das mit der Schrotflinte, das hätte ich auch machen können. So. Alles mit dem, was hier geht. Wenn du mir. Wenn mir die Kleine nicht jedes Mal vor die Nase rennen würde, wäre das einfacher für mich. Er ist tot. Okay. Ich glaube, das war der letzte. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut. Wenn ihr tut, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Seh dich um und such nach was Nützlichem. Ja, aber das machen wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall. Jetzt machen wir mal Feierabend hier. Ah, schon spät leider auch. Dann nochmal morgen nochmal so eine Session und dann sehen wir uns wieder, wie gesagt, um 18 Uhr. Bis dahin und tschüss.